So, da habe ich hier die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit einer großen Abbildung zur Würdigung der vor 2 Tagen gestorbenen Margarete Mitscherlich. Sie ist fast 95 Jahre alt geworden. Mir ist Margarete Mitscherlich aus der Lektüre der 68er Zeit, bei mir war das dann in den 70er Jahren, insbesondere im Zusammenhang nochmal mit der Friedensbewegung, Margarete Mitscherlich, nämlich mit richtigem Namen Mitscherlich Nielsen. Ihr Vater war Däne, also eine deutsch-dänische Herkunft. Und hier ist ein, wie ich finde, angemessener, umfangreicher Artikel von Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und dann ist auch hier ein würdigender Artikel, wie in allen Zeitungen, speziell hier im Neuen Deutschland, nicht namentlich gekennzeichnet. Das finde ich im Grunde genommen immer schade. Da sollen Sie doch jemanden nehmen, der seinen Namen drunter schreibt. Also Margarete Mitscherlich, geboren 1917, gestorben jetzt im Jahre 2012. Psychoanalytikerin zusammen mit dem Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich. Und da gibt es dann diese einschlägigen Veröffentlichungen. Ich möchte hervorheben, für mich ist Margarete Mitscherlich auch jemand, der kritisch zum christlichen Abendland stand und die Kritik am Christentum für mich auch dabei wichtig ist, während ich selbst ja mit der Psychoanalyse überhaupt gar nichts zu tun haben will. Nicht, dass mir die Selbsterforschung unwichtig wäre, aber ich unterscheide da wirklich auch in der sozialpsychologischen Folge Intimes und informelles, individuelles des eigenen Erinnerns und Vergessens. Und da hat jeder Mensch sozusagen seinen Maßstab dafür, seinen ganz individuellen Maßstab. Wer intellektuell in der Lage ist, auf die Distanz zu sich selbst zu gehen, mit der nötigen Nüchternheit einer kritischen Urteilskraft, also kritische Urteilskraft ist etwas, was mit Objektivität zu tun hat, im Unterschied zur Individualität. Wer das kann, soll das tun, aber das Hineinspielen von Dritten am Beispiel der sogenannten Psychoanalyse, egal welche Ausprägung, halte ich für großen Mist. Es wird dabei mehr Krankheit und mehr Unfug angestiftet, als wirklich dabei therapeutische Ergebnisse erzielt werden. Also der Therapeut wird eher selbst auch noch krank, als dass Therapeut und Patient gesund werden bei der Psychoanalyse. So viel hier nur zum Thema Psychoanalyse. Margarete Mitscherlich ist gestorben. Und ich möchte mal hier zitieren aus dem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute, Donnerstag, 14. Juni 2012. Jürgen Kauber hat hier sehr schön etwas herausgezogen. Er sagt zum Beispiel, das Buch zusammen mit ihrem Mann Alexander Mitscherlich in Frankfurt erschienen, dessen Titel zum geflügelten Wort wurde, die Unfähigkeit zu trauern. Und Unfähigkeit zu trauern betrifft also die Deutschen, insbesondere durch die traurigen Erlebnisse und auch ja, Schuld und Verantwortung und Pflichtfolgen aus der Nazizeit. Und da wird geschrieben, beschrieben wird in dem Buch nach 1945, also dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als ein Kollektiv der Deutschen, das aus einer rauschhaften Führerverehrung erwachend die Entwertung seines Selbstbildes nur durch Verleugnung des Geschehenen habe ertragen können. Der Untergang dessen, was soeben noch glühend verehrt worden war, konnte nicht betrauert werden. Die Opfer wollte man nicht betrauern. Eine auffällige Gefühlsstarre wurde an den Deutschen diagnostiziert, denen das Wirtschaftswunder gerade recht gekommen sei, um sich der Erinnerung zu entziehen. Ja, das ist sehr hochgestochen aus der Sicht einer Intellektuellen. Wenn ich das auf meine eigene Familie beziehe, dann muss ich sagen, die sind so klein gewesen und die sind aus ihrem kleinen Dorf gar nicht rausgekommen und haben sich als 14-, 15-Jährige wirklich gar nicht ausgekannt und haben sich noch am Kriegsende als 20- oder 21-Jährige auch eigentlich nicht ausgekannt und die haben auch weder nicht getrauert noch sonst was, sondern die jungen Leute wollten leben, so wie die Piraten heute auch weitgehend bedenkenlos leben wollen. Und insofern trotzdem kann man insgesamt natürlich sagen, entscheidend sind ja die
tragenden Generationen und die 1945 tragenden Generationen, die waren ja zum großen Teil im Krieg untergegangen, die dann übrig geblieben sind, auf die trifft das dann zu. Tragend war also zum Beispiel Kurt Schumacher, SPD, mit einem Bein, ein Invalide, oder Konrad Adenauer, schon vor dem Krieg Zentrumsoberbürgermeister von Köln. Ob der jetzt, der bei den Nazis im Gefängnis war, Grund hatte zum Trauern oder Trauerverdarb und so weiter. Also mit anderen Worten, dies auch wieder sind Schubladen, die dann im Einzelnen vielleicht gar nicht weiterführen. Jedenfalls, Jürgen Kaube sagt hier noch etwas Schönes. Margarete Mitscherlich stand der Studentenrevolte, also 1968 und die Folgejahre, durchaus zwiespältig gegenüber und fand in deren Bereitschaft, sich einer großen Sache hinzugeben, eine unbewusste Identifikation mit den angegriffenen Feldvätern. Und jetzt kommt Jürgen Kaube schreibt, für ungehobeltes Verhalten hatte sie außerdem wenig Verständnis. So, da ist der Punkt, wo ich mit der ja quasi Elterngeneration bis Großelterngeneration des Jahrgangs von Margarete Mitscherlich ganz persönlich auch Anknüpfung hatte, damals in der Friedensbewegung und auch jetzt im Nachruf. Und hier steht noch, Jürgen Kaube schreibt in der FAZ, bis ins hohe Alter bezwang sie durch unakademische Redeweise, Frechheit und Verstand sowie den Unwillen hinterm Berg zu halten, wenn ihr etwas auf die Nerven ging. So gut, Margarete Mitscherlich, es gibt wunderbare Schriften von ihr, die lesenswert sind, weil sie eine umsichtige, gebildete, querdenkerische Frau war, ohne dass man der psychoanalytischen oder der Emma-Linie unbedingt aufsitzen müsse oder ob man ihre Hypothesen als geltungswichtige Aussagen der Wissenschaft sieht. Margarete Mitscherlich, eine bedeutende Frau und eine auch jetzt noch interessante Autorin, ist gestorben. Und damit schönen Dank für den Aufruf.